Wir versuchen einfach mal Richtung Blue Baby zu gehen und halten die Möglichkeit für Ahash und Delirium offen. Ja, machen wir erstmal Tainted Lazarus, danach sehen wir weiter. Ich meine, an sich ist ja ganz einfach, ich muss einfach nur mit beiden Charakteren starke Items bekommen. Und dann haben wir ja kein Problem mehr. Ich sehe nicht, wo das Problem dabei liegen könnte, ehrlich gesagt. Das eine ist in der Tat ein gutes Item. Und das andere werde ich mich hüten, das mitzunehmen. Dunce nehmen wir nicht mit. Dunce ist ganz schlechtes Karma für einen Run. So fangen wir gar nicht an. Außer von Dark Air Phoenix, frischer Sub, wie lieben Dank. Ich dachte mir, Tainted Lazarus ist aktuell auch ein guter, angemessener Charakter. Ich meine, ist ja schließlich bald Ostern und... Au, ich bin fast tot. Und Lazarus, der Originale, kann zumindest auferstehen. Das ist doch quasi Schicksal an dem Punkt. Power Pill. Chaos und die Poggy Bank. Poggy Bank für 7 Cent wäre natürlich ziemlich cool. Das Problem ist aber, wir kriegen keine 7 Cent zusammen. Und ich muss mich daran erinnern, dass ich hinten noch einen Tinted Rock habe. Den sollte ich, Sebastian, wenn ich jetzt holen. Denn ich habe das Gefühl, unser guter alter Tainted Lazarus ist gerade kurz vorm Sterben. Außerdem von der Elias, 44 Monate. Resub, wie lieben Dank. Ich werde morgen übrigens nicht vormittags streamen, sollte ich mal eben so anmerken. Ich meine Ostern. Ich glaube, Ostersonntag, Vormittagsstream ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das die optimalste Zeit ist. Wir machen wieder ein bisschen einen kleinen Ausflug in Minecraft am Abend, wo ich aktuell die Tage ein bisschen dabei bin, dafür was vorzubereiten. Ich denke, das wird ganz cool. Oh. Menge Soul Hearts für mich hier gerade. Geht bitte weg. Ich bin tot. Wow. Wahnsinn. Wahrscheinlich das erste Mal, dass tatsächlich der alte Larry Jr. mal was gemacht hat. Ja, ohne Bomben ist der ganz schön nervig zu bekämpfen, wie sich herausstellt. Ich hätte gerne eine Bombe übrigens, wenn das möglich wäre. Wir machen Flip. Denn der braucht die HP ganz dringend. Judas Tang. Nee. Nee, machen wir... Nee, nimm's mit, weil ich gehe noch nicht zurück. Warum sollte ich es hier liegen lassen? Geh weiter. Nicht so viele Ressourcen gerade. Nicht so viele Ressourcen. Außerdem von Soliver. 16 Monate. Resub, wie lieben Dank. Ich denke, die ganze Zeit heute ist Sonntag. Ja, die Sache ist, Ich hab verpeilt, dass gestern Feiertag war. Das heißt, ich bin wieder losgegangen und stand nicht vor verschlossenen Türen, weil ich einkaufen gehen wollte. Dann dachte ich mir, ach, mies. Mies. Das ist das dritte Mal dieses Jahr, glaube ich, dass mir das passiert. Und es ist gerade mal März. Das heißt, das ist an sich auch schon eine Leistung für sich. Und heute war beim Einkauf dann super viel los. Das heißt, das war ich auch nicht der größte Fan von, muss ich gestehen. Aber ist okay, ich hab's überstanden. Get out of jail free card. Damit kann ich zu Hash gehen, richtig? Ich sag einfach, das geht mit der Karte und wir werden sie mitnehmen. Hoffen auf das Beste. Schlüssel. Überall Schlüssel, an die ich nicht rankomme. Wollt ihr mich verkackeiern? Vor allem sind überall... Nein, Hash geht nicht damit. Ach, so ein Müll. Hier sind überall Tinted Rocks, aber ich habe keine Bombe. Das finde ich auch ein bisschen frech, muss ich sagen. So ein ganz kleines bisschen ist es dann schon frech. Dreist, könnte man fast sagen. Dreist. Au. Das Problem ist ja das Gefühl, dass so ein Run, der gerade auch nicht so... Oh, sehr schön.
Das ist so ein Run, der gerade so überhaupt nicht aus dem Arsch kommt. Bisschen nervig. Will ich zu der Pille? Nee, wir wollen hier ran. Ach komm, nimm mit. Keine Zeit verlieren. Außer von Skulldog, 12 Monate Resub, SOTD, 3 Monate. Vielen lieben Dank. Ja klar, noch mehr Schlüssel. Shit. Shit. King Baby, okay, das Fat Baby zählt zu Conjoined. Wir haben absolut kein Geld und auch keinen Weg an Geld zu kommen. Was macht ein Fat Baby überhaupt? Naja, blockt Projektile ab. Das finde ich ganz nett von ihm. Aber ist es ansonsten wirklich wert? Ich weiß ja nicht. Soll der nicht irgendwann mal was machen? Naja. Ja, das ist so ein langsamer Run. Ist egal. Wir haben auch noch Blue Baby auf der Liste. Also, wir müssen jetzt nicht auf Hush zwangsweise Hau gehen. Kein Deal für mich. Ach, ist halt so schwach. Er ist halt so schwach. Ich hätte mit dem gar nicht erst gegen den Boss kämpfen sollen. Ja, wir können eh nichts anderes machen. Einfach weitergehen. Außerdem von der David King. 5 Monate Resub. Vielen lieben Dank. Wir kriegen das alles hin. Ich meine, der böse Lazarus ist relativ stark soweit. Muss man fairerweise sagen. Das heißt, mit dem können wir auf jeden Fall was anfangen. Das Problem ist nur, der andere ist sehr schwach. Und ich habe immer noch keine Bomben. Ich verstehe auch nicht ganz, warum ich gerade die ganze Zeit Spinnen bekomme, aber ich beschwere mich mal nicht darüber. Wird schon irgendeinen Grund haben, warum Juicy Sack so viel auszahlt. Okay, sehr schön. So, mit dem können wir dann auch mal eben den großen Raum machen. Ja, ich bin arschlangsam unterwegs, aber wir müssen ja nur die 30 Minuten bis... Oh, hier gibt es nicht viel zu machen. Wir müssen ja auch nur die 30 Minuten bis Hush hinbekommen. Und nicht Boss Rush. Das heißt, wir haben ja noch alle Zeit der Welt an dem Punkt. Sollen wir schneller als 30 Minuten sind. Empress. Ja, nee. Schlüssel werde ich hierfür auch nicht ausgeben. Denn ich kann mir sowieso nichts im Shop leisten. Ich meine, vielleicht etwas reduziert, aber... Ach ja. Eine Bombe! Eine gute alte Bombe. Ich habe gesehen, wie der Tentakel ins Nichts verschwunden ist. Was soll denn das? So, ich muss jetzt dann noch geschickt wechseln, damit ich mit dem Starken von den beiden gegen den Boss kämpfe. Damit ich nicht wieder mit dem Falschen reinspaziere. Sieh was, wir werden... Ich glaube, wir werden den Bosskampf direkt jetzt machen. Ich glaube, wir gehen direkt jetzt rein. Ja, das ist gut. So kann ich damit doch arbeiten. Ganz vorsichtig. Sehr schön. Puh. Okay. Matchbook, wichtig. Ach ja, das war alles. Wir haben auf jeden Fall genug Bomben. Juhu. Muss ich mit beiden Charakteren für die Items zahlen oder kriege ich beide, wenn ich mit einem dafür zahle? Mit dem jeweiligen? Ah, fuck.
Wir machen es einfach. Wir machen es einfach und hoffen, dass wir irgendwo noch ein, zwei Soul-Arts herbekommen. Ich meine, schau ich das mal an. Broken Modem! Na, das braucht halt der andere von beiden. Das braucht der andere. Ich habe keinen Schlüssel. Kann ich bitte den Schlüssel wieder haben? Das wäre ganz nett. Was machen wir mit dem jetzt am besten? Luckstat von 0. Aber wir haben Lil Brimstone. Hey, das Fartbaby hat was gemacht. Ich wiederhole, das Fartbaby hat was gemacht. Oh mein fucking Gott. Das Fartbaby hat was gemacht. Ich bin nun leider trotzdem fast tot. Zwei Münzen, wichtig. Tot bin ich dann leider trotzdem. Ich verstehe nicht, was aktuell mit meinem PC ist. Ich werde den nichts neu aufsetzen. Ich weiß nicht, warum Spiele ab einem gewissen Punkt immer anfangen zu laggen, aber dann wieder gehen, wenn ich sie neu starte. Ist richtig nervig. Oh, in Minecraft passiert es auch immer. Die Tage lief auch Photoshop richtig komisch. Es hat die ganze Zeit komisch geplackert, aber da ich heute ein Update gemacht und seitdem läuft das wieder normal. Also hatte das wohl, keine Ahnung, was damit auf sich hatte. Wir gehen weiter. Aber ja, irgendwas ist mein PC komisch gerade. Oh, oh. Ah, fuck. Ich werde niemals Hush erwischen. Niemals werde ich den erwischen. Fangen wir erstmal hier an. Secret Room, bist du da? Dankeschön. Zum Fick. Okay. Epischer Fötus. Problem ist nur, wie überlebe ich mit ihm? Wie überleben wir mit dem hier? Gib mal Geld. Warum ist hier, warum sind hier keine Herzen irgendwo? Wir nehmen mal unten eben dieses. Warum springe ich da hin? Kann ich hier nicht ran? Wir nehmen mal eben Firemind mit. Magic Mushroom bitte. Pille nehme ich auch. HP up, Range down. Enorm wichtig. Enorm wichtig war das hier gerade. Ihr würdet nicht glauben, wie sehr. So, und jetzt heißt es mal ein bisschen ranhalten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Und ich werde jetzt bestimmt auch keine Tinted Rocks mehr bekommen. Nachdem wir auf den ersten paar Ebenen ständig welche hatten. Aber jetzt kann ich sie wegsprengen. Das heißt, es werden wahrscheinlich keine mehr kommen. Empress Karte wäre natürlich für Small Rock gut. Aber ich habe jetzt gerade nicht die Möglichkeit zu wechseln. Dementsprechend, oh, da kommt ja so ein kleines Feuer jetzt raus. Oh, das ist super gut. Ach, komm schon. Komm schon. Fuck. Egal. Hush ist immer noch machbar, Crawlspace Mod Check. Was für Crawlspace Mod Check?
Wir können die Gegner hier erstmal schnell killen mit ihm. Nee, lass mal. Ich meine, mit ihm auch. Nee, sehr... Oh Gott, oh Gott. Enorm starke Builds haben wir hier gerade. Wollt ihr mich verarschen? Dämlich starke Builds sogar, wenn ihr mich fragt. Ihr sollt mal sehen, wie gleich die Bosse dahin schmelzen werden, wenn wir welche, bei welchen ankommen. Ist hier was? Wusste ich's doch. Hat förmlich danach geschrien. Bomben brauchen wir nicht wirklich, aber das ist okay. Feuer. Feuer. Das gute Feuer sollte ja noch alle killen, die eventuell da rauskommen könnten. So, dann laden wir mal eben den Brimmy auf. Weg mit dir. Wisst ihr was? Diesmal fühle ich mich mutig genug, um mit ihm direkt zum Bosskampf zu gehen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Fallen. Helft ihm, er ist gefallen. Und er kann nicht mehr aufstehen. Verliere ich mit Dead Cat meine Soul Hearts? Benutze die Empress-Karte. Ich habe die Empress-Karte nicht mitgenommen. Ich konnte ja nicht zum Charakter wechseln. Nee. Wir nehmen sie dann mit dem anderen, aber mit fällt mir gerade auf. Der Epic Fitness Kollege hat nämlich deutlich weniger Herzen. Nur wenn Char nur Soul Hearts hat. Okay, dann... Au! Ach komm. Mir fehlen die Zeiten, als man durch diesen Ring super viele Black Hearts rausbekommen hat. Aber man kennt nicht alles. Oh Gott, okay. Wir nehmen jetzt Dead Cat direkt mit, bevor ich in den Abgrund laufe und sterbe. Wisst ihr was? Wir werden nicht Shop und Goldraum suchen. Wir werden direkt weitergehen. Ich sehe nämlich gerade die Zeit und wir wollen wirklich Hush erwischen. Ich will wirklich Hush erwischen. Oh Gott. Spawns zwei Bone Hearts. Aber sicher doch. Ups. Die nehmen wir doch mit. Das ist das wohl eins der mächtigsten Pickups, die ich hätte haben können für diesen Charakter. Für den mit Epic Feet ist natürlich. So ein bisschen Resistenz gegen Explosionen. Also, die nehmen wir doch mit, oder? Die nehmen wir doch mit. Jetzt ein schöner Dark Bum, ja, das wär's. Die Sad Bombs sollten auch mit ihm super gut sein. Warte mal. Kommt da jetzt nicht Brimstone raus? Easy. Also. Ich würde sagen, das sind soweit mal keine zu schlechten Items, die wir hier bekommen. Weiß ja nicht, wie er dazu steht. Ach ja, ich nehme ja gar keinen Schaden durch Explosionen. Das ist ja ganz nett. Ich muss ja gar nicht versuchen, die ganze Zeit auszuweichen. Und immer schön weiter, nicht stehen bleiben. Ach, komm. Ah, HP sehen gerade schon wieder sehr schlecht aus. Naja, naja, naja. Ist der Sigi hier drüben? Nee. Kann ich bitte irgendwelche Herzen mal wiederfinden? So zur Abwechslung? Irgendwann mal? Oder irgendwas, das meine Stats erhöht? Wir haben ja auch noch Small Rock. Wir konnten nur bisher noch nicht allzu viel mit ihm anfangen. Planetarium! Ach, geh weg!
Oh Gott. Nee, wir müssen... müssen umgekehrt machen. Das, was die Feuerrate ungemein erhöht, wenn man nicht feuert, das brauchen wir mit Small Rock. Und zwar definitiv. Jetzt keine zwei Meinungen, wenn ihr... Oh, fuck. Okay, wir brauchen auch dringend Leben mit dem einen. Da gibt's keine zwei Meinungen, wenn ihr mich fragt. Zwei Bonusherzen. Flip. Warte, funktioniert das jetzt nicht? Funktioniert das nur, wenn ich in einem Raum bin, in dem Gegner sind? Na, fantastisch. Warum wird die Feuerrate jetzt nicht erhöht? Hä? Das ist nicht eine Sache, die hätte passieren sollen? Na Wahnsinn, hier ist der Secret Room nicht. Jetzt kämpfe ich auch noch mit dem Falschen gegen den Boss. Ah, fuck. Mit dem will ich eigentlich nicht gegen den Boss kämpfen. Naja, egal. Halt Abstand von mir. Bleib da drüben. Aber ich will keine... Ach, fuck. Wir müssen uns nächste Ebene dringend um ein bisschen HP kümmern. Manchmal verstehe ich Small Rock auch nicht. Ja. Ist ein bisschen... ganz kleines bisschen... Oh, fuck. Das ist ein ganz kleines bisschen nervig. Dankeschön. Oh, ich sehe mein Leben nicht. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut finde ich das. Ja, ja, doch, 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 doch. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Schädel wegsprengen für den Fall der Fälle. Oh mein Gott, das ist es. Das ist es doch. Das ist doch, wonach wir gesucht haben. Ich glaube, ich will mit dem Epic Fetus Kollegen gegen Hush kämpfen, ehrlich gesagt. Sofern wir überhaupt so weit kommen werden. Na, wir hoffen auf das Beste. Scheint nämlich ziemlich akzeptabel dafür zu sein. Weil man hat ja auch echt viele Leben, kann Projektile ablocken. Und das Feuer sollte auch die Projektile von Hush selber dann abwehren können. Ich glaube, den Bagger sprechen wir weg. Ja, ist ein bisschen nervig. Zeitlich stehen wir natürlich ein bisschen ungünstig da inzwischen. Aber ich denke, Hush sollte trotzdem noch machbar sein. Car Battery ist leider sehr fürchterlich mit den... Deep Pockets. Aber bringt uns auch nichts mehr an dem Punkt. Okay, wertvolle Herzen für den anderen. Genau, den Raum hatten wir vorhin schon, aber das ist okay. Weg. So, wir nehmen mal eben um die Herzen mit. Das Speeddown von Jupiter hilft halt echt nicht. Ja, ich wollte es halt auch nur wegmachen, damit ich das, was die Feuerrate erhöht, mit ihm mitnehmen kann. Aber das hat ja auch nicht geklappt. Iron Bar... Ja, was auch immer. Was auch immer. Ich meine, er hat einen Damage abgegeben, also... Was soll's. Und wir sehen die ganze Karte inzwischen. Das ist natürlich ungemein hilfreich. Vor allem, weil wir auch die Secret Rooms sehen.
Das heißt, jetzt können wir direkt mal einen Zahn zulegen und versuchen, zu Hasch rüberzugehen. Ich würde sagen, gemäß an den Builds, die wir haben, sollte es auch nicht zu unschaffbar sein. Ich kann mich auch notfalls ein bisschen durch Türen durchsprengen, bei dem Raum hier zum Beispiel. Oder auch nicht, weil hier einfach nichts ist. Das ist okay. Joker. Aber sicher doch. Aber sicher doch. Den nehmen wir doch mit Vergnügen mit. Ja, ich habe ja noch die Brimstone-Bomben. Sollte ich auch nicht vergessen. Spring mal weg. Wäre ich auch nicht. Wäre auch kein verkehrtes Trinket gewesen, aber. Au. Fuck. Ach Gott. Au. Nein. Oh Gott. Weg mit dem. Komm schon. Ah, wir brauchen das. Conjoined. Okay. Weiter geht's. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. Gibt's irgendein Ziel in dem Run? Ich will keine Zeit verlieren. Das ist erstmal mein Ziel. Wir wollen nämlich im Idealfall Hasch machen. Oh, okay, wir haben jetzt das. Ja, das ist dämlich stark. Ich hasse es, dass ich Small Rock habe, aber keine Items, die von Small Rock profitieren. Das war doch schön. Oh, okay, interessant. Das ist so eine nette Ausbeute. Gute Sache ist, dass wir auch direkt Full Mapping haben. Das macht auf jeden Fall Navigation durch diese Ebene sehr viel angenehmer. Lass mich. Ich habe gerade beschlossen, dass ich keine Lust habe auf diesen Raum. Wie ist denn der jetzt gestorben? Naja, egal. Naja, egal. Jetzt, wir nehmen hier einen kleinen Umweg. Denn ich würde natürlich sehr gerne mit ihm direkt gegen den Boss hier kämpfen. Statt mit unserem Brimstone-Kollegen, der leider nicht viel Schaden macht. Er lebt noch. Hallo? Da oben. Geh mal weg. Halbes Herz. Wichtig. Der andere Vater Langbein. Easy. Half up. Nehmen wir mit. Ach, fuck, ich will eigentlich noch jokern. Ah, hier ist nicht wirklich ein Raum, wo ich noch kurz... Ach, fuck. Ich will den... Na, dann wiederum... Nee, wir machen den schnell mit dem Brimstone hier. Dann geht er ja ganz schnell. Die können mir ja nicht mehr hinterherlaufen. So, geh mal... Au! So eine Scheiße. Okay. Das wäre halt gut mit dem anderen wieder, aber... Ach, will ich beide nicht haben. Fuck. Oh, oh, nur noch 4 Minuten. Nur noch 4 Minuten Zeit. Joker für Hasch-Ebene. Ja, wäre wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen. Egal. Ist heute wieder selbst das Sonntag. Quasi. Ach, habe ich eigentlich die ganze Zeit Small Rock statt Rock Bottom gesagt? Ich habe Rock Bottom natürlich. Es tut mir leid. Manchmal ist man da doch ein bisschen vergesslich. Ach komm, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Nicht lang schnacken.
Ne, wisst ihr was? Wir haben Zeit für ein Secret Room. Entschuldigung. Da ist er. Ich wünschte, wir hätten keine Zeit dafür gehabt. Dann wieder rum im Shop bei, bei Hush sollte jetzt auf jeden Fall dann auch Hush auftauchen, nicht irgendjemand anders. Da sollte... fuck! Wir sollten einen richtigen Shop haben und nicht das, Greed sollte nicht auftauchen. Keine Ahnung, wie ich zu der Aussage kam, die ich stattdessen getätigt habe. Oh, man sieht hier in der Reflexion den anderen. Das ist ganz lustig. Loki, geh mal weg. Hör mal auf, wegzuspringen! Au. Komm, wir gehen noch schneller runter. Ach. Einfach weiter. Okay. Oh, das ist doch kein so guter Bild für diesen Kampf, wie sich herausstellt. Dann wiederum. Wenn wir erstmal bei It Lives angekommen sind. Ne, wenn man bei It Lives ist, dann passt das schon. Kein Deal, das ist natürlich hervorragend. Und weiter geht's. Ich hab Spiel gestern Abend zu... Oh, Parasite? Glass Cannon. Parasite! Ich spiel gestern 9% abgeschlossen nach nur 1733 Stunden. Glückwunsch. Gott, was habe ich in der Zwischenzeit alles verpasst? Ich wollte die ganze Zeit schnell unterwegs sein. Habe ich so viel verpasst? Von Skydog, 12 Monate Resub, SOTD, 3 Monate, Farbs ist besser, 200 Bits. FWW, lieben Dank, David King, 4 Monate. Ne, 5 Monate Resub. Time Favor, frischer Sub, Kiro, 24.04, 49 Monate. Tanatosta, 14 Monate. Blackbox, 3 Monate. Mond Twitcorn, 11 Monate. Tony Raptor, 60 Monate. Gremgal Gaming, 8 Monate. Miomas KJ, 3 Monate. Resub, FWW, lieben Dank. Puh, ich glaube, das war's. Was haben wir denn hier? Fuck. Batterie. Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Die wollen mich doch verarschen gerade. Ist hier eine Batterie irgendwo? Sky, Birdcage. Wir können hier jetzt nicht wirklich wechseln. Tour of Spades. Sicher, warum nicht? Wir nehmen das nach dem Hush-Kampf mit. Ich muss nämlich den Flip... Ne, warte, nach dem Hush-Kampf kann ich auch nicht wechseln. Spreng die Steine für den Crawl Space. Fuck, warum haben wir... Oh mein Gott. Wahrscheinlich sollte ich meine Bomben nicht hierfür verschwenden. Aber was soll denn das, dass hier auch wirklich keine fucking Batterie ist? Ja, ich brauche Flip für den Kampf. Ich meine, ich werde den Kampf wahrscheinlich ohne Flip machen können. Oh Gott. Aber wenn ich den Kampf ohne Flip mache, dann ist sowieso... Ach, so eine Scheiße. Dankeschön. Dann ist sowieso alles besser. Cracked Crown. Yeah. Naja.
Naja, naja, naja. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, den Kampf ohne Flip zu machen. Es gibt einen Mod, wo du sehen kannst, wie die nächste Ebene ist. Was meinst du, wie die nächste Ebene ist? Das ist überhaupt nicht gut hier gerade. Das ist miserabler Damage. Na, hier werde ich definitiv Flip machen müssen. Warum macht das so wenig Schaden? Ich weiß, dass Brimstone heutzutage nicht mehr so gut ist, aber... Das ist ja lächerlich. Außerdem von Noero, 25 Euro Superchat, wie viel lieben Dank und... Glaskerne, wir nehmen nicht die Glaskerne mit. Ich weigere mich. Oh Gott. Oh Gott. Ich will eigentlich eine Bombe auf ihn werfen, aber... Oh Gott. Dankeschön. Er ist ja richtig schwach. Ja, das ist überhaupt kein guter Schaden. Das ist absolut grauenhafter Schaden. Wenn ich noch einmal getroffen werde, mache ich auch Flip. Ich bin mir so sicher, dass mit dem anderen viel besser laufen wird. Mit den drei Flammen, die da rauskommen. Aber noch habe ich nicht wirklich einen Grund zu wechseln. Oh oh. Au. Okay. Das macht schon einen besseren Eindruck, oder? Schaden ist immer noch nicht so gut, wie man sich wünschen würde. Aber das Feuer leistet schon Arbeit. Geräuschkulisse ist natürlich herrlich. Ah ja, wir haben ja auch noch, ach shit, wie heißt denn das? Ah, Broken Modem. Broken Modem ist natürlich auch noch super hilfreich. Bitte aufhören, so viele Gegner zu spawnen. Ich kann nämlich gerade ganz schlecht nur loswerden. Hör auf! Oh mein Gott, das sind schon wieder Fliegen! Willst du mich verarschen? Ist das der Anti-Epic-Fetus-Bild, den du hier gerade machst? Au. Hör auf, die fliegen so! Oh mein fucking Gott. Ich kann dem nicht ausweichen! Hör auf, die zu machen! Nein, nein! Gott! Das hat sich hier erledigt. Naja, Triple Shot. Tag Point 5? Jetzt haben wir einen guten Anfang. Jetzt haben wir einen guten Anfang. Für Fragezeichen. Der Run war zu langsam, um Hush zu erwischen und der Rest war mir eigentlich relativ egal. Ich hatte keine Lust, den Run vorzuführen. Hat mich genervt. Er hat mich wirklich genervt. Und er war auch arschlangsam und es hat ihn noch nerviger gemacht. Aber wisst ihr was? Das ist es doch jetzt. Schau euch das an.
Der gute alte Triple Shot. Der hat doch Potenzial, oder? Der hat Potenzial für die Zukunft. Vor allem haben beide direkt DPS-Upgrade bekommen. Zumindest glaube ich, dass Triple Shot ein DPS-Upgrade ist. Ist es das? Wahrscheinlich. So, es sollte schon eins sein. Stammzellen, wichtig. So ein Soulard wäre schon unnormal wichtig gerade. Lass ich mal schnell auf der Ebene noch mich kurz umschauen. Naja. Gut. Ich glaube, es wird im Soulard wird nichts mehr. Haben wir hier oben eins? Nee. Wir könnten aber... Au. Au. Okay, hat nichts gebracht. Roll Space. Trinket für mehr Bomben. Nehmen wir mit. Kein Crawl Space. Okay. Das Feuer hat ebenfalls... noch ein Herz. Besser als nichts, besser als nichts. Ja, gehen wir weiter. An sich nicht die ertragreichste Ebene, aber wir bekamen gute Items. Also schon mal besser als nichts. Außerdem von Majora. 29 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. War ich normal schnell, wenn man auf Blue Baby und sowas geht und auch normal stark für die Chesser? Ja, für Hush definitiv. Der Run hat mir trotzdem keinen Spaß gemacht, hat mich trotzdem genervt. Wenn du die ganze Zeit versuchst, zu Hush zu gehen, dann bist du so langsam dafür und dann... Keine Ahnung, hast du den Run auch nicht optimal stark gemacht, weil du schnell sein wolltest, dann warst du nicht wirklich schnell genug. Das ist alles einfach nur nervig. Komm raus, Jungs. Oh, Tagpine 5 ist so gut. Balls of Steel? Das ist ebenfalls so gut. Ne, der Run ist gerade gesegnet, das sage ich euch. Der Run wird bis Hush durchgehen. Viel fehlt dafür nicht mehr. Damit wir dafür schnell und stark genug sind. Ach ja, was auch immer. Macht, glaube ich, nicht so viel Unterschied, wer was mitnimmt. Shit. Warum sagst du das auf der zweiten Ebene? Ich habe nicht gesagt, dass der... Oh Gott. Dass ich stark genug sein werde, um Hush zu besiegen. Ich habe nur gesagt, dass wir bis Hush durchkommen werden. Oh ja, ich denke, das ist auch zutreffend. Das Wichtige ist natürlich die Frage, ob wir ihn besiegen. Und die Frage kann ich nicht beantworten. Noch eine Balls of Steel. Leg mal weg, damit der andere die mitnehmen kann. Dankeschön. War jetzt keine so gute Ausbeute. Wir nehmen das Herz und mal noch eben mit. Ich glaube, dann kläre ich noch einen Raum, damit ich mit dem anderen gegen den Boss kämpfen kann. Okay, so weit, so gut. Easy! Ich muss sagen, das mit Tagpine 5 und diesen Pilzsporn, ich habe das Gefühl, das ist ein relativ wilder Bild soweit. Ist das der schlimmste Charakter für mich? Nee. Tainted Jacob. Tainted Lazarus ist... Für mich persönlich, weil ich schlecht bin, mehr glückabhängig als die meisten anderen Charaktere, aber sonst ist er okay. Komm, wir schauen noch in den Shop rein. Candle. Nö, brauche ich jetzt nichts hiervon.
Tainted Jacob ist ein Elend. Ja, Tainted Jacob kann ich gar nicht. Das ist schon so ein guter Bild. Aber auf Sorb, ja, höhere Feuerrate für Dingens. Ansonsten, ich will nicht auf Devil Deals gehen. Das wollte ich davor auch nie, aber ich war immer zu scheiße, um wirklich überhaupt einen anderen Deal zu bekommen. Dankeschön! Der Fünfer war wichtig. Dann würde ich sagen, direkt weitergehen. Da war More Options. Nee, das war dieses graue Options-Ding, was da war. Was bringt das, man, wenn Raum geklärt ist, eins von zwei Items auswählt, eins von zwei Consumables aufheben kann, das andere dann despawnt. Was auch nicht so übel ist, aber naja. Ich hasse diesen Raum. Können wir mal darüber reden? Ja, ist auch nicht zu übel, aber ich will es auch nicht unbedingt. Oh Gott, halt dich fern von mir. Ich will es auch nicht so dringend haben. XL-Leben ist natürlich gut, um Zeit zu sparen. Schlecht für Angel-Deals, aber... Schwund. Wichtige rote Herzen hier, mein Gott. Unnormal wichtige rote Herzen. Easy. Direkt wieder zurück im Spiel. Hab leider keine Bombe. E. coli? Oh mein Gott. 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 Telepathy for Dummies ist so gut für unseren Technology-Build. E. coli kann auch noch hilfreich sein, aber aktuell... Ja, eher noch nicht. Was macht der Char? Es sind zwei Charaktere, die nach jedem Raum durchwechseln. Oh, fuck. Ja, die wurden zu scheiße haufen. Oh, fuck. Das mochte ich gerade gar nicht. Das mochte ich gerade überhaupt nicht. Ich kann mit ihm aber gleich in den Cursed Room reingehen. Also ist nicht alles schlecht. Okay, das Buch scheint auch seine Aufladungen immer parallel zu Flip zu bekommen. Nee. Heute nicht. Da würde ich einfach nur zwei Herzen verlieren. Ich meine, ich will einfach nur anmerken, ich habe es lang geschafft, nicht getroffen zu werden in diesem Raum. Okay. Ich wurde für lange Zeit nicht getroffen. That Cat mit dem anderen. Das bringt mir halt auch nicht wirklich was. Ich könnte es mitnehmen, aber würde ich einen Soulheart dafür ausgeben, da rein und raus zu gehen. Und mir bringt Dead Cat halt auch nicht wirklich was. Wenn wir gegen The Beast kämpfen würden, wo ich mit Dead Cat dann super oft wiederbelebt werde, ja, dann können wir es mitnehmen. Aber so scheint es mir nicht allzu sinnvoll zu sein. Gedroppt? Ein Herz. Ich habe doch ein Herz droppen gehört.
Okay, soweit so gut. Wir müssen vielleicht aus dem Triple-Shot-Bild noch was Besseres machen. Der ist aktuell komplette Grütze. Ich denke, man kann daraus noch was machen, aber war mir nicht wie. Beziehungsweise müssen wir einfach nur irgendwas halbwegs okayes noch finden. Maggie's Faith, ja, ja, doch, doch. Das würde ich gerne mitnehmen, dankeschön. Dass ich so gar keine Bomben mehr finde, ist an sich auch eine Leistung, möchte ich mal anmerken. Ja, doch. Warum nicht? Warum denn auch nicht? So, mit dem will ich nicht gegen die Bosse kämpfen. So, hier haben wir doch einen Bosskiller. Au. Yo, Chap, was ist da los? Oh mein Gott. Warum so schnell? Bleib doch mal ruhig. Bleib doch mal ganz ruhig hier. Wichtig, 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 wichtig. Wichtiges Damage-Up. Ich glaube, ein Range-Up wäre noch ganz gut, aber naja. Ja, machen wir direkt den zweiten Boss. Das kann ich mir auch noch mal eben mitnehmen. Au. So, der wirft einfach immer nur Spinnen auf mich, oder was? Okay. Wir haben mit ihm ein paar DPS-Upgrades bekommen. Ach, fuck. Tears up. Okay, jetzt komm schon. Jetzt haben wir doch einen akzeptablen Triple-Shot-Bild, oder? Schau ich das an. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Range. Mies. Ich will an sich wirklich relativ dringend noch Shop und oder Goldraum mitnehmen. Das fände ich unnormal hilfreich gerade. Bombe, wichtig. Ich meine, bei ihm wäre Feuerrate auch nicht verkehrt gewesen, aber naja. Was soll's. Wir nehmen erstmal das mit. Wir setzen es ein. Balls of Steel, ist Balls of Steel es wert? PhD. Ist PhD es wert? PhD müsste für beide gelten. Wir nehmen PhD mit. PhD ist es ganz eindeutig wert. Senkt Experimental Pill Stats? Nee, erhöht nur. Okay, springen wir den mal eben noch weg. Mies. Alles okay. Die Batterie hat nur das Buch aufgefüllt. Wollt ihr mich verarschen? Naja, egal. Egal, hauen wir ab. Hauen wir ab. War wieder mal ein bisschen langsamer unterwegs, als ich mir gewünscht hätte, aber was soll man machen? Nach Secret Rooms werde ich hier auch gar nicht suchen. Wir gehen weiter. Ich will zu Hush kommen, deswegen kann ich nicht zu viel Zeit hier gerade überall verbringen. Ja, an der Damage-Front stehen wir ziemlich gut da dieses Mal. Wo liegt der Karfreitag noch schwer im Magen?
Ja, yeah, also die Triple Shots sind halt auch echt in Ordnung. Muss ich mal so anmerken. Wir machen den ganz großen Raum hier. Ach, komm schon. Dankeschön. Weil du so langsam bist. Ich hoffe, du hast gestern nicht getanzt. Ich habe gestern nicht getanzt. Ich bin noch kein Verbrecher. Tuff Klaps. Justice. Na, Justice müssen wir auch mitnehmen. Und ach, komm schon. Das war sehr gut investiertes Herz an der Stelle. Muss man ganz klar sagen. So ein gedroppten Fünfer. Das für eine dumme Stelle, damit da 5 Cent droppen. Nee, 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 nee. Ach, ich habe das Buch schon eingesetzt. Egal, 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 egal. Den kann ich auch ohne mein Buch treffen. Der hat auch ein bisschen Aiming hier. Ein bisschen Homing Shots. Oh, stark, 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 stark. Erstmal so. Wir machen eine Verb, um noch eine Balls of Steel zu bekommen. Half up. Experimental. One health up. Okay. Hätte ja der andere mitnehmen sollen. Egal, wir nehmen Halo mit. Dann machen wir Switcheroo. Nehmen wir das mit. Health up. Health. Balls of Steel. Goldraum suchen oder weitergehen? Ich spiele mit Controller. Weiter suchen, Gold weiter. Ich glaube nämlich auch, wir gehen weiter. Ich hab nicht Zeit. Wir wollen Hasch erwischen. Ich habe halt so überhaupt nicht Zeit. Was ist das denn jetzt? Die hören nicht auf. Was? Okay. Oh Gott, ich hasse diesen Raum. Gerade herausgefunden, dass ich den Raum hasse. Hast du mich gerade in die rote, das rote Zeug reingeschubst? Was ein Arschloch. Wir brauchen für den Triple Shot auf jeden Fall noch irgendein gutes Item als Ergänzung. Komm, wir haben Schlüssel. Wir haben Schlüssel übrig. Perfro. Na, so eine Perfro dabei zu haben, ist doch schon mal nicht verkehrt. Kann man noch mitarbeiten.
Trisaigon im Triple wäre super. Das war das, damit man immer die Consumables bekommt, die man am meisten braucht, oder? Ne, das war die Glyph. Ich weiß nicht, was das Trisaigon war. Holy Brimstone? Gegen Holy Brimstone hätte ich nichts. Gegen den hätte ich nichts einzuwenden. Also ich bin ganz froh, dass ich die Spinnen verhältnismäßig schnell killen kann. Ach. Jetzt fühlt der Raum hätte trotzdem besser laufen können. Naja. Ich glaube, ich werde meine Flip-Aufladung nicht für das Acid Baby aufbrauchen. Ich glaube, das ist es mir nicht wert. Will ich lieber Flip irgendwo einsetzen, wo es mir eventuell sogar wirklich was bringt. Im Shop oder so. Dafür müssen wir natürlich einen Shop finden. Zugegebenermaßen. Seht ihr, ich bin nicht so schnell unterwegs. 21 Minuten, wir haben Mom noch nicht besiegt. Es könnte besser sein. Ah, ich hatte. Ne, Perforate eher gehabt. Ach, egal. Ach, egal. Ich denke, ich werde den Shop skippen, weil ich den XL-Raum nicht machen will. Oh. Okay. Ach, komm schon. Warum immer nur so eine Scheiße? Stampfer-Marm ist denkbar ungünstig. Da kann ich meine Sporen nicht drauf machen. Ist alles nicht lang genug da, damit ich das machen könnte. Oh, fuck. Oh Gott. Der Kampf dauert sehr viel länger, als er sollte gerade. Wisst ihr das? Ich glaube, da wäre der Triple Shot besser gewesen. Kein Deal. Das ist ja fantastisch. Weiter geht's. Spiel counter dein Bild gerade. Ja, yeah. Außerdem von Tweak V. Frischer Sub, wie vielen lieben Dank. Zur Not kann ich noch Blue Baby machen. Nee, ich denke, wir sind schon schnell genug. Ich denke, ich bin schnell genug für Harsh. Ich hoffe natürlich, dass der Shop bei Harsh dann ausnahmsweise mal eine Batterie hat. Die wäre nämlich enorm wichtig. So, willst du vielleicht mal sterben? Left Hand wollen wir nicht. Das ging schnell. Ja. Ich hätte gerne einen Hollow Heart, wenn ich die nächste Ebene betrete. Komm schon. Balls of Steel! Warp! Balls of Steel.
Also ich sage es euch, diese Balls of Steel und Wurpeln. Also die carryen gerade ja auch ungemein. Muss man ganz klar sagen. Ja, 5,2 Damage ist natürlich auch ein bisschen nicht so viel, wie ich mir wünschen würde. Das ist okay, das ist okay, das ist okay. Wir haben ja natürlich noch ein paar Items bei Haschdrüben dann. Und da kriegen wir natürlich noch gute Dinge raus, richtig? Richtig. Das war ja gar nicht knapp. Sehr schön. Ich mag es, wenn Dinge nicht knapp sind. Oh, sehr schön, Boss gefunden. Das heißt, wir haben auf der Ebene wenigstens nicht zu viel Zeit verschwendet. Okay. Und er kann direkt gegen den Boss kämpfen. Du schon wieder? Ich hätte mir doch vorhin schon. Komm schon. Der countert mein Bild auch ziemlich hart, muss ich sagen. Was? Aber Range ist sehr wichtig. Wollte mich verarschen, schon wieder keinen, okay? Keine Deals mehr für mich. Das mit den Deals scheint gelaufen zu sein. Ey, habe ich nicht mit dem Trinket auch Goldräume in Wurm, fällt mir gerade auf? Egal. Entweder wir sehen welche oder wir sehen keine. Kann ich jetzt nicht zu sehr erzwingen, wir haben nämlich keine Zeit übrig. Oh Gott. Komm schon. Mach, mach, Kopf auf! Dankeschön. Jetzt bin ich doch ein bisschen nervös. Fuck. Jetzt haben wir nämlich doch nicht mehr so viel Zeit übrig. Ich bin noch nicht stark genug, um It Lives direkt zu overpowern. Das heißt, ich muss bisschen auf Glück hoffen. Okay. Den Schaden hätte ich verzichten können an der Stelle. Okay. Ich meine, diesmal werde ich die Augen schnell loswerden. Jetzt kann ich mich einfach ein bisschen hinter der Kette verstecken. Kein so hoher Damage, wie ich erwartet hätte. Also okay, ist auch nicht so schlecht. Warum kann ich mit der Kette dann auch bei Hush ziemlich gut mich verteidigen? Und verteidigen meine ich verstecken. Ja, okay. Okay, 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 ich sehe schon.
eine Menge Herzen für ihn. Oh, ich habe nicht genug Schlüssel. Aber wir haben hier eine Batterie, das ist gut. Wir haben auch einen Schlüssel hier. Nö. Ja. Fucking Ahnung will ich generell nicht mitnehmen. Frage ist nur, mit wem von beiden will ich, mit wem von beiden will ich Sci-Fly mitnehmen? Wahrscheinlich mit ihm, weil er mehr Herzen hat, aber der andere wäre auch tatsächlich in der Lage zu kämpfen. So ein bisschen die Problematik gerade. Du hast noch Perthrow. Oh ja. Perthrow. Wir machen den anderen zu einer defensiven Maschine, habe ich gerade beschlossen. Sci-Fly. Die Batterie hat wieder das... Oh mein fucking Gott. Dry Baby. Die Batterie hat wieder das Falsche aufgefüllt. Ich hasse es, dass das ständig passiert. Ich hab schon Crawl Space. Komm schon. Wir wollen noch einen Crawl Space. Nee, da war keiner. Also okay. Sache ist, der andere wäre natürlich defensiv besser aufgestellt gewesen, aber ich will halt auch ein bisschen Schaden machen können. Das Gefühl, dass der hier sehr viel besser aufgestellt. Als der andere Lazarus. Ach, komm schon. Ja, ich werde mich ein bisschen hinter Dry Baby dann stellen und kriegen wir das schon hin. Ach, komm schon. Nee, kein Crawl Space für uns. Okay. Full Karte. Die wollen wir nicht einsetzen. Los geht's. Also ich muss sagen, ich bin sehr optimistisch, was diesen Kampf betrifft gerade. Ich habe Dry Baby und die Kugel und zusätzlich noch die Sci-Fly. Also ich bin ja dermaßen defensiv aufgestellt. Wenn nicht gerade Projektile von hinter mir angeflogen kommen, werde ich nicht erwischt werden. Denke ich. Ich meine, ich schätze, sie könnten auch im richtigen Winkel auf mich zufliegen, aber sieht ganz gut aus aktuell. Was gut ist, denn der Kampf dauert arschlange. Ich meine, ich habe nur 6,1 Damage, aber bisschen mehr hätte ich mir trotzdem erhofft. Nee, ich denke, eine gute Offensive ist gegen Hush trotzdem besser als das hier gerade. Gute Defensive ist schön und gut, aber wenn ein Kampf gegen Hush so lange dauert und ich ständig mich neu positionieren muss, da ist sehr viel Raum für Hush, damit er mich erwischen kann. Oh mein Gott, kannst du aufhören, die fucking Fliegen zu holen? Jetzt muss ich mich wieder anders positionieren. So.
Aber Hush pockt wenigstens. Das ist natürlich das Wichtigste. Vor allem, wenn er wieder losflennt. Ja, wenn sein Twister kommt, dann wird das mies. Hier bin ich gerade sehr dankbar für meine beiden defensiven Freunde. Ach, komm schon. Versuche mich einfach so ein bisschen, ja, das hat ja gut geklappt, mich so ein bisschen in denen zu positionieren. Das hat ja super geklappt. Beiden mit der Kugel hast du drei Freunde. Ja, aber die Sci-Fly, die arbeitet unabhängig von dem, was ich mache. Der Sci-Fly ist es herzlich egal, wie ich gerade stehe. Oder meinst du Brother Bobby? Der ist natürlich auch noch ein wichtiger Kämpfer hier, den ich auf keinen Fall vergessen habe oder so. Niemals würde ich vergessen, dass wir auch Brother Bobby dabei haben. Also jetzt wird Hush gerade ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Okay. Sci-Fly ist besser als du, sind wir ehrlich. Früher war sie es mal. Heutzutage würde ich sagen, unentschieden. Au. Ach, komm schon. Die 0,9 Speed sind halt auch nicht das Optimum, wenn er seine dummen Wirbel macht. Soul of Lazarus. Sonst noch was mitzunehmen? Naja, wir können das restliche Geld einzahlen. Und dafür keinen Luck abkriegen. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, naja. Wenn du bei einem Hushlaser über den blauen Creep läufst, wirst du langsamer. Ja, da rutscht man komisch, aber ich... Keine Ahnung, wie ich dem mal vernünftig ausweichen sollte. So, der andere hat eine Fool-Karte dabei. Das bedeutet, wir können uns, wenn wir dann relativ schnell bei Delirium landen, nochmal rauswarpen. Problem ist, der aktuelle Build, er war genug für Hush, aber für Delirium wird der nicht ausreichen. Für Delirium wird das nicht reichen. Aber die gute Sache ist, wir haben ja noch ein paar Items. Also kriegen wir ja noch alles hin. Ist ja gar kein Problem. In erster Linie brauche ich aber noch ein paar Herzen. Joker. Klar. Shit. Es wäre andersrum natürlich. Na, dann wiederum, so rum ist jetzt auch nicht so verkehrt. Nee, ist schon okay. Schon okay, dann können beide im Kampf wenigstens was machen. Ich denke, das war in Ordnung. Weil ich will im Delirium-Kampf im Idealfall natürlich auch wechseln. Wenn er dann auch noch ein bisschen Schaden machen kann mit Revelation. Nicht so verkehrt. Und natürlich Jesus Juice Damage Up. Wissen wir auch sehr zu schätzen. Nö, das geben wir dem anderen. Er braucht nämlich dringend HP. Hallo, ich nehme mir mal meine HP mit, wenn das okay ist.
Naja. Wir können ja. Ach, gar keine Lust. Gibt der sein dummes Pferd wieder? Ich will nämlich dein dummes Pferd nicht. Ich will was Gutes haben. Irgendwas, das Spaß macht. Und was zum Spielen. Bleib mal ganz ruhig hier. Bleib mal ganz ruhig. Ja, Schokolade auch. Also, ich weiß ja einen guten Zeitpunkt, wann ich dieses Item mitnehmen werde. Wisst ihr auch ein? Red Stu könnte ein mächtiges, könnte einen mächtigen Unterschied machen für unseren Delirium-Kampf. Man hat natürlich Hyper-Armor, aber ich hab das Gefühl, wenn man so viel Schaden auszahlt, dann könnte es eventuell auch dagegen noch ein bisschen dann durchschlagen. Immer schön sicher gehen, dass ich Fool auch noch dabei habe. Solange du Stu abtimen kannst, klar kann ich das. Ich kann mich rauswarpen, wenn ich bei Delirium bin. Ich nehme Stu erst dann mit, wenn ich zu Delirium reingehe. Die anderen Bosse brauche ich es nicht. Die anderen Bosse haben wir sowas nicht nötig. So ein Item hätte es mit Rock Bottom gebraucht. Ach komm. Hör mir damit auf. Ich glaube, Rock Bottom wird auf dieser Ebene eher schwierig zu finden. Denn ich habe das Gefühl, ich werde den Secret Room nicht auffinden. Ob ihr es denn glaubt oder nicht. Ach. Ganz schön viele Reiter heute. Ich mach mal noch ein paar Steine kaputt hier. Dankeschön. Jetzt mach den kaputt. Beelzebub, ja klar. Klar, warum nicht? Kann ja nicht schaden. Gott, das ist ein echt schwacher Revelation-Strahl. Gibt es ein Spiel, welches viele sagen eher schlecht ist, aber du top findest bzw. verteidigst? Bestimmt, keine Ahnung. Mir fällt gerade kein lustiges Beispiel ein. Rock Bottom ist, glaube ich, nur ein Bait-Item im Spiel. Mit dem Item im Gepäck passiert fast nie was Gutes. Doch. Nee. Man hat mit Rock Bottom schon oft gute Runs, aber. Ja, bei meinen letzten paar Mal Rock Bottom hatte ich das Pech, dass ich nie was gefunden habe, was mit Rock Bottom wirklich was bringt. Aber ich würde sagen, prinzipiell kann man damit schon einiges machen. Ich glaube, ich will Abpille mit dem anderen mitnehmen. Dark Souls 2, ich mag Dark Souls 2 nicht. Ich mag Dark Souls 2 nicht und ich werde es nicht verteidigen. Wie bekommt man Rock Bottom? Keine Ahnung. Spiel spielen. Und irgendwann schaltet man es frei, oder nicht? Zombie sagt Dark Souls 2. Er hat zu Release gespielt. Für bei Dark Souls 2 ist immer ein großer Unterschied, wann man es gespielt hat. Ich habe es nicht zum Release gespielt und dementsprechend für mich ist es einfach nur sehr befremdlich. Ja. Du kannst eine Menge Schaden nehmen, du nimmst das mit. Star Fox Adventures? Ich weiß nicht, Star Fox Adventures gilt nicht als so schlecht. Nein, das ist nicht der Oberhammer, aber. Ich glaube, Leute finden es nicht zu übel.
Ja doch, das nehme ich gerne mit. Jetzt entschuldigt mich, ich werde mal eben ein Eternal Heart und ein Soul Heart holen. Ich habe in den letzten Wochen viele Videos geguckt darüber, wie schlecht die Scholars of the First Sin Edition wirklich ist. Ich sollte wirklich mal Vanilla spielen. Ich habe Vanilla gespielt, Fully. Und, Du wirst es jetzt kaum glauben, aber es ist immer noch Dark Souls 2. Es ist immer noch Dark Souls 2. Egal, ob das Drachenskelett sich bewegt oder nicht. Oder so was macht. Es ist immer noch Dark Souls 2. Habe ich einen Lieblingsboss in Isaac? Das ist eine gute Frage. Ich denke, Mega-Satan ist ganz spaßig. Monstro. Ne, Monstro ist oftmals echt nervig, wenn man eine Bombe legen will und der die ganze Zeit wegspringt. Denke ich mir auch. Ach, komm, hör doch auf. Hör doch auf. Ich war heute kein gutes Spiel, aber ich fände es interessant zu sehen, wie sie es schlechter gemacht haben. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, dass alle Leute immer darauf schwören, aber... Naja. Ist halt trotzdem noch Dark Souls 2. So, ich sehe schon. Das hier gerade, wir nehmen hier direkt jeden Raum auf dieser Ebene mit. Aber ich nehme keinen Schaden. Was schon mal ganz gut ist. Wir können das an dem Punkt mitnehmen, wir kriegen keinen Boneheart mehr. Okay. Ich meine, wenn wir das Buch haben und Cancer dazu... will ich hier... Komm, wir haben noch genug Räume, um nochmal einen Reroll zu bekommen, okay? Mit Reroll meine ich, um das Item nochmal voll zu kriegen. Au. Oh Gott. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Nö, nö. Nö, ich denke, das war in Ordnung. Ich denke, das war schwer in Ordnung. Ich finde Scholar of the First besser als das normale Dark Souls 2. In Scholar sind doch viele Enemy Placements richtig komisch. Außer im Lotto mit Otto, 20 Monate Resub, Magi Titan, 5 Monate. Und Actually Marv, 17 Monate Resub. Wie viel lieben Dank. Kann man seinen Run softlocken, wenn der eine Charakter fliegen und der kann und der andere nicht? Ich meine, du kannst. Ich denke, wenn du es verschissen hast, kannst du einfach Start, Exit, Game machen und den Run wieder fortsetzen. Dann befindest du dich wieder am Eingang des Raums. Also, keine Ahnung, kannst bestimmt irgendwie in eine ungünstige Situation kommen, aber da kommst du raus, da kommst du raus. Und weg damit. Ja, 5 Bomben haben oder nicht haben. Wenn wir schon mal dabei sind. Emperor the Moon. Schlechte Neuigkeiten, kein Rock Bottom. Und scheinbar lasse ich auch kein Geld für für Bambo übrig. Diese Ebene ist noch so riesig. Oh nein.
Dass ich keine Herzen mehr mit dem anderen zusammenbekomme, wird noch ein großes Problem. Das wird noch ein großes Problem, sage ich euch. Ich meine, wir haben oben ein schwarzes Herz. Was gut ist. Ich weiß nicht, ob es genug ist. Wichtig. Wichtig, 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 wichtig. Was haben Leute gegen Mystery Dungeon DX? Ich fand es super. In Mystery Dungeon DX kann man doch nicht mal... Hat man doch auch immer automatisch seine komische Karte und sowas. Wo irgendwie alles angezeigt wird. Naja. Wahnsinn. Da hat der Bagger aber was rausgehauen hier gerade. Noch ein halbes Soul Heart. Wichtig, wichtig, wichtig. Der Raum wäre echt nervig, wenn man nicht fliegen kann. Ah, ich denke, da oben wird Hasch sein. Ja. Yep. Okay. Ah. Ich würde an sich noch echt gerne ein paar Herzen mitnehmen. Damage up spawns one rune. Der ist natürlich sehr wichtig. Ich werde ihn mal eben hier wegwerfen. Purity. Dann haben wir noch das Eternal Heart hier liegen. Oh Gott, warum ist er so langsam? Warum bist du so langsam? Fucking 0,9 Speed. Irgendwie noch nicht schwach. Ja, ich denke, wir machen uns auf den Weg zum Boss. Ich weiß nicht, ob da unten noch einer sein könnte, aber... Fuck. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit, weiterzugehen. Wir schauen hier noch runter. Da ist noch einer. Okay. Einen haben wir dann doch noch. Oh, crap. Oh, fuck. Was ist das für ein Dark Room hier auf einem? Oh, Gott. Ah. Das ist natürlich auch ein sagenhaft nerviger Raum hier geworden. Okay, ich würde sagen, wünscht mir Glück! Red Stu fehlt. Ach ja. Ach ja. Das habe ich komplett vergessen. Lass mich hier durchgehen, damit wir ein bisschen Zeit sparen können. Okay. Ah, oh, es war da... Oh Gott, es ist halt auch komplett am anderen Ende der Ebene.
Aber es ist ein wichtiges Damage-Up für mich. Versuchen wir jetzt mal nicht zu viel Zeit zu verlieren. Und auch so mit am wichtigsten nicht in die Stacheln zu laufen. Hier links durch. Ich kann einfach nach oben gehen. Das wäre schneller. Blip ist auch aufgeladen. Emperor-Karte brauchen wir jetzt nicht wirklich. Halbes Soul Heart. Los geht's. Oh, das ist hervorragender Damage. Ach ja, natürlich, ich habe Red Stu. Ich wollte gerade sagen, warum ist der Damage so gut? Ja, woran liegt's denn? Schwer zu sagen an dem Punkt. Schwer zu sagen. Könnte ja alles sein. Da liegt eine Tarotkarte. Kann ich die haben? Judgment. Ist okay, ich hab nur Spaß gemacht. Hab doch nur Spaß gemacht. Ich nehme den Kampf doch ernst. War doch gar nicht so gemeint. Aber die Defensive immer noch ziemlich stark, muss ich sagen. Azazel Stomp? Ne, ich würde Cancel lieber beibehalten. Scheint doch effizienter zu sein. Und wir haben ihn. Jede Sekunde. Jetzt haben wir ihn. Fette Beute! Fette Beute! Easy. Ich habe Flip freigeschaltet. Ich will es überhaupt mit anderen Charakteren vorzustellen. Naja. Lass ich mal eben nachschauen. Ach, mir fehlt noch The Beast mit Tainted Lazarus, aber... Hey, ich würde sagen... Flip ist Tier 4. Oh shit, Flip ist mega stark. Ich meine, wahrscheinlich kann man dann einfach für... Flip macht halt doppelten Item-Effekt. Ich wollte gerade sagen, man kann wahrscheinlich einfach zwei Items mitnehmen. Beast und Blue Baby, beides machbar. Ja, ja. Ich werde erstmal aufs Klo gehen. Und dann würde ich sagen, wir werden mal endlich ganz geschmeidig Blue Baby übernehmen. Ganz geschmeidig Blue Baby machen. Auf den Beast habe ich nämlich gerade, glaube ich, gar keine Lust. Aber ja, fantastisch. Fantastische Ausbeute soweit.